Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 4, die Disaster Challenge. Wir bringen auch Emilia hierher. Die Kinder schaffen das schon. Unbestimmte Blume ernten. Ivo hat einen Flusskrebs gefangen. Richtig cool. Vielleicht schaffen wir es ja hier in den Wäldern. Auch, dass jeder seine 10 Sachen da erntet. Das wäre sehr gut, ohne dass jemand vom Blitz getroffen wird. Insekten sammeln und bestimmte Frucht ernten. Wir machen mal kurz auf Pause. Und suchen nochmal weiter. Es sind halt auch drei Sims, die hier ihren Wunsch erfüllen wollen. Das sind halt auch ganz schön viele Pflanzen. Und bestimmte Frucht ernten. Da ist auch nochmal eine. Oh, es wird dunkel, ne? Stört uns das? Und bestimmte Frucht ernten. Sie hat auch erst null. Oh, Glühwürmchen! Ich glaube, sie muss gleich so hin und her rennen, aber naja. Jeder Gang macht Schlangen. Kann ich ihr meinen Schrittzähler mitgeben? Guck mal, den hätte ich gern noch. Spiel, darf ich bitte? Techtelmechtel in der Wildnis gehabt. Salbei ernten, alles ernten. Ivo hat einen Stör gefangen. Du bist gestresst. Ich bin auch gestresst. Wollen wir es mal erkunden, Okay, nehmen wir dich. Und. Nein, 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 nein. Du sollst nicht nach Hause gehen. Du sollst. Ja, fang noch ein paar Fische. Oh, hört auf reinzulaufen, Leute. So schlimm ist es doch nicht. Warum regnet es hier immer? Was ist denn das? Wer hat sich das ausgedacht? Ich möchte keinen Regen. Bitte. Wow, Ivo hat gerade eine Petersilie gefangen. Aber der Flusskrebs ist richtig cool. Den habe ich, glaube ich, noch nie gefangen. Ungewöhnlich. Ja, den behalten, den können wir zu Hause packen wir den ins Aquarium. Stopp, warte, nicht ohne mich. Oh, er kommt wieder. Warum? Verbotene Wörter brüllen. Okay, vielleicht sollten wir doch reingehen. Hier gibt es doch eine Hütte. Hütte! Wo bist du? Da. Kommt. Rennen wir mal hier rein. Ich will nicht, dass wir sterben. Anzünden. Sitzen. Komm. Komm. Hier ist noch drin laufen, oder? Du auch, komm her. Hier hingehen. Sehr gut. Eins. Zwei. Ei. Super. Sich wärmen und sich wärmen. Oh, ein schönes Bild. Nein, Urlaubsende. Nein, 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 nein. Wir müssen den Urlaub verlängern. Urlaub verlängern. Wir verkaufen nämlich regelmäßig unsere alten Sachen. Oh, nochmal 2 Tage länger. Aber Plopsi. Auf Plopsi anbieten. Wir kriegen ja nebenbei noch ein bisschen Geld. Und da hat die Dame alles gefunden. Und er auch. Und er müsste. Ah! Ach, 2 Stück noch. Komm. Psyllikumstrauch. Wir würden nochmal in die Wälder, würde ich nochmal laufen, ne? Wo ist denn das Infobrett? Da. Wälderkunden, da finden wir genug. Da finden wir genug in den Wäldern. Okay, du brauchst noch 2 Pflanzen. Das sollten wir ja schaffen. Unbestimmte Frucht ernten und unbestimmte Blume ernten. Chaka. Können wir gleich noch mehr Pflanze wild, Pflanze ansehen. Ach, ist schon. So, wo ist denn hier? Das Geheime, der geheime Durchgang. Wo sind wir denn? Wahrscheinlich so in die Richtung, ne? Ich weiß es selber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Stopp.
So spielen. Wo ist er denn? Wo ist der geheime Durchgang? Wahrscheinlich viel zu schnell. Ui. So hübsch. Guckt euch das doch mal. Was ist das? Ach so, einfach nur Wasser. Ah, okay. Trotzdem ist das nicht schön. Schade, dass man hier nicht schwimmen gehen kann. Oh, das wäre so hübsch. Und bestimmte Blume ernten. Ernten wir mal auf dem Weg ein paar Sachen. Hallo. Du solltest dich mit Erwachsenen anfreunden, da es ja erwachsen ist. Stell dich freundlich vor. Du darfst den hier ernten. Nee, ist schon weg. Der ist schon geerntet. Gefunden. Hier hingehen. Erkunden. Kommt man da nicht durch? Gab's da nicht was? Zweimal Käfer. Ja, wir haben auch schon wieder Hunger, deswegen können wir gleich mal Käfer essen. Level 4 der Kräuterkunde-Fähigkeit erreichen. Und du möchtest auch. Und 10 Pflanzen essen. Ja, das ist ja easy. Wir haben doch Erdbeeren, oder? Haben wir nicht Erdbeeren im Inventar? Essen. Er ist weg. Ivo. Diesmal ohne Regen. Ah, okay. So eins ist das. Weitergehen, ne? Und du willst auch eine Pflanze essen? Ja, guck mal hier. Erdbeere essen, dann haben wir schon mal eine geschafft. Als Theo sich unerschrocken durch das Gebüsch schlägt, taucht plötzlich ein sprudelnder Bach auf. Weitergehen. Er hat eh keine Angelskills. Was wünschst du dir? Erforschung des Dorngestrüpps. Theo marschiert mit schwingenden Armen und einem Lied auf den Lippen durch das Gestrüpp, als etwas Glänzendes seine Aufmerksamkeit erregt. Was für eine Versuchung. Gehen wir weiter. Meistens eine Falle, oder? Von der Natur inspiriert wegen Wandern. Neues Insekt sammeln. Theo hat einen Weg durch die dichte Vegetation gebahnt und entdeckt mitten in der Lichtung eine mysteriöse Sim. Dorngestrüpp verlassen. Kommt er jetzt hier wieder raus? Ja, das war falsch. Okay. Nochmal! Ich kenne die auch nicht auswendig. Wann war ich das letzte Mal hier? Ewig und 7 Tage. Ich habe schon vergessen, was ich angeklickt. Oh Mann. Ja, mal ein bisschen schneller weitergehen. Das war ja richtig anscheinend. Ach so, nachdem Theo sich mehrere Minuten einen Weg durch das Dickicht gebannt hat, versperrt ihn ein riesiges alternativen Weg. Spinnennetz. Ich gehe doch nicht durch ein Spinnennetz. Wisst ihr, wie viel Arbeit das ist, die arme Spinne. Oh. Okay, nochmal. Feuer. Aua. Oh, 8 Stunden Juckreiz. Das tut mir leid. Oh. Gut, dann gehen wir durchs Spinnennetz. Jetzt kriegt er wahrscheinlich einen Spinnenbiss und kommt auch zurück. Weitermachen. Komm, wir kommen da durch. Du sind durchtragen. Möchtest du? Ja. Haha. Sag ich doch, wir kommen da durch. Wir sind ja auch hier die Outdoor-Profis. Survival und so. Oh, guck mal, wir sind hier. Es ist so schön, so schön, so schön. Können wir euch gleich hier zu uns holen? Gucke mal. Ivo hierher bringen. Graben. Oh, mit Regenbogen. Ivo kann angeln. Nach großem Fangangeln. Kannst dich hier mit freundlich vorstellen. Ein Schwermetall, Altmaterialien. Und du kannst so ein paar Pflanzen. Ach so, die sind noch gar nicht ready. Doch. Oh, guck mal, Brombeeren ernten, alles ernten. Noch ein Eichhörnchen. Greifenhörnchen. Es ist kein Eichhörnchen, glaube ich.
Und dann kann man hier die Insekten sammeln. Wie sieht denn unsere Sammlung überhaupt aus? Gucken wir mal nach. Frösche haben wir 5 von 25. Fossilien, Fische. Guck mal, Insekten haben wir nur 10 von 21. Aha. Nur 10. Nur 10. Wir finden hier bestimmt noch mehr. Ach, hier kann man auch lang gehen. Sehr schön. Also ich kenn's alles, aber ich war hier echt schon lange nicht mehr. Können wir noch gar nichts mitnehmen. Das sind ja auch nur Tomaten. Luna-Motten. Oh, ich mag diese geheimen Orte. Geben sie sich immer so viel Mühe. Darf ich irgendwie alles ernten hier? Ich helf ihnen mal beim Ernten, ja? Die Dame, die hier lebt. Obwohl, die Dame, die hier lebt. Emilia, redest du mit ihr? Nein, sie ist. Sie ist. Nein, gehen Sie nicht, bitte. Hallo, juhu, kennenlernen. Entschuldigen, warum? Klopf, klopf, Witz. Es geht immer. Insekten sammeln. Oh, sie liebt die Natur. Ja, das hätte ich mir schon fast gedacht, wenn jemand hier so wohnt. Brombeerstrauch, den hatten wir schon, ja. Kann man hier was weiterentwickeln, aber glitzern die so. Super, Jimmy. Ich bin nicht sicher, ob ich das wirklich haben wollte, aber es ist okay. Danke. Wow. Ist der Gestank normal? Blauer Flusskrebs. Fancy. Die kommen auch zu Hause. Ins Aquarium. Blau und rot. Ein bestimmter Pilz an. Das ist immer eine super Idee, Pilze, die man nicht kennt, mitzunehmen. Da lernen die Kinder auch gleich was dran. Aber man bestimmt Indianer und ich glaube, dann gibt es ja auch giftige und ungiftige und so und. Naja, irgendwie sowas. Graben. Brombeeren ernten. Wir nehmen einfach alles mit, was wir kriegen können. Gibt's denn hier noch? Nicht mehr so viel, ne? Ach, eine Forelle. Toll. Du angelst auch mit? Wir haben ja sogar ein Feuer. Warum sagt mir das denn keiner? Dann kannst du hier einen Käfer grillen. Grillen. Käfer. Warum haben wir keinen Käfer? Wir haben Käfer. Warum hast du keinen Käfer? Grillen. Käfer. Ja. Und dir geht's eher so bescheiden, ne? Und du hast doch bestimmt auch einen Käfer. Grillen. Käfer. Warum haben wir alle Käfer, nur du nicht? Kann man die züchten? Nein. Schmetterling. Glühwürmchen. Biene. Regenbogen-Glühwürmchen. Mücke. Kein Käfer. Theo hat einen Käfer gekocht. Was kocht ihr denn da? Heuschrecke? Oh, die haben Heuschrecken. Libelle? Glühwürmchen? Schmetterling? Lunamotte? Drachenlibelle? Mücke. Sonnenblumenfrosch? Gepunkte Eierfrosch? Schippenfrosch? So, ich glaube, ich bringe die mal nach Haus. Ja, ich weiß auch nicht, mit wem du dich hier noch anfreunden sollst. Das machen wir, wenn wir zu Hause sind. Und du hast immer noch keinen Käfer. Das heißt, für dich müssen wir noch mal ein paar Käfer sammeln. Aber hier waren ja überall die armen Käfer. Oder müssen die erst noch wiederkommen? Was ist das? Meins. Im Inventar platzieren. Nö.
Okay, beanspruchen. Jetzt gehört gleich mir. Ihr seid kokett. Was macht ihr? Leute, bitte nicht. Entspannen. Natürlich. Raufereien ausdrücklich erwünscht. Warum? Oh, da stimmt man einmal nicht mit ab, wenn man im Urlaub ist, ne? Ernsthaft? So, guck mal. Quatsch mal mit ihm. So. Unseres. Rechnung. Oh, 4500. Was? Was? Aber du kannst wegwerfen. Elotte fortsetzen. Und dann wollten wir eigentlich ein Kräutermittel brauen oder so. 3 Hautbalsam. Oh, das solltest du dir brauen. Wie geht denn das, Hautbalsam? Wir werden angerufen. Singen, üben, Abzeichen. Guck mal, wir haben alles schon. Bist du eigentlich auch ein Pfadfinder? Nee, ne? Ah, du hast auch Käfer, guck mal. Hattest du nicht die Marienkäfer und die Bienen? Geben wir die mal Emilia? Grillen, Käfer. Ich möchte nicht, dass er irgendwas Fancyes wegwirft. Glühwürmchen. Mücke. Es zählt Mücke als Käfer. Mal gucken, was er gleich isst. Der Geburtstag von Tobias Nat. Mal gucken, was weniger wird. Ich habe nichts gesehen. Immer noch 9, 2, 3, 6. Gesundheit. Du kannst es jetzt auch machen. Grillen, Käfer, lecker, ne? Und du? Kräuterheilmittel. Kamille. Hat nicht einer von euch Kamille mitgenommen aus dem Garten? Unbestimmte Blume. Bist du nicht Kamille? Hat nicht irgendwer Kamille mitgenommen? Dann bestimm hier mal deine Blumen. Irgendwas muss ja Kamille sein. Und dann kriegen wir auch mehr Punkte. Versuchen zu bestimmen. Kamille, sag ich doch. Ha, wusste ich. Kräutermittelbraun. Aber wir haben nur 2 Kamille. Ob man die vielleicht benutzen sollte? Sehen wir ja gleich. Gucken wir, was habt ihr denn dabei? Holunder. Versuchen zu bestimmen. Heidelbeere. Kann sie noch nicht bestimmen. Du. Giftiger Holunder, giftige Kamille, toll. Großartig. Versuchen zu bestimmen. Gänseblümchen. Wenn einer das bestimmt, ist es dann für alle gültig? Level 3. 2-mal Käfer am Lagerfeuer zubereiten. Lecker. Viech Level 4. 10 Pflanzen essen. Ja, ist sehr easy. Giftige Kamille. Flup. Ach, du hast auch Kamille. Wie viel? Giftig. Okay. Dann kannst du ja auf jeden Fall diesen beruhigenden Körperdings bauen. Braun. Oh. Morgenwelt. Gut, dann würde ich sagen, das war's erstmal von heute. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Das heißt, Let's Play die Sims 4, die Disaster Challenge immer noch im Urlaub. Ich möchte noch so ein paar Sachen erfüllen und hier sehen und so. Läuft ja auch ganz gut, ne?
Emilia verdient gerade ein bisschen Geld, dass wir noch ein bisschen hierbleiben können. Die letzte Rechnung war hart. Naja, dann sage ich bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss.